Bischofshöfe sind erwartungsgemäß nach Konfessionen getrennt. Die serbisch-orthodoxen Körper kommen auf einen serbisch-orthodoxen Friedhof, die katholischen Leichen auf einen katholischen Friedhof und die muslimischen Kadaver auf einen muslimischen Friedhof. Wer ohne Gebet und Ansprache eines Glaubensvertreters begraben werden will, muss sich ein anderes Land für die ewige Ruhe suchen. In letzter Zeit ist es sehr modern geworden, Familiengräber zu kaufen. Da legt dann die Familie oft schon im Vorhinein für 2 oder 4, das sind die handelsüblichen Pakete, Plätze zusammen und lässt gleich ein ganz großes Grab ausheben. Die Menschen haben offenbar nicht nur Angst davor, alleine zu sterben, sondern auch Angst davor, alleine tot zu sein. Man möchte glauben, dass die Menschen in diesen riesigen, marmorverkleideten, oft pompös erhöhten und kitschig verzierten Gräbern dann so, wie sie auch am Strand liegen, wie die Sardinen, drinnen liegen. Aber dem ist nicht so. Dafür müsste man ja in der richtigen Reihenfolge sterben. Die Ehepaare wollen natürlich nebeneinander liegen und nicht die unausstehliche Großtante auf alle Ewigkeiten zwischen sich haben. Nein, die Särge liegen dann nicht nebeneinander im Grab. Es wird vielmehr eine Krypta ausgehoben und betoniert, die dann aussieht wie ein Zimmer in einem mittelmäßigen Hostel einer rucksacktourismusfreundlichen europäischen Stadt. Eng, mit jeweils 2 Stockbetten auf beiden Seiten. Da können die Ehepaare zwar wieder nicht nebeneinander liegen, sondern eher untereinander, aber das ist auch in Ordnung. Stockbetten versprechen immer viel Spaß und Nächte voller Kicherei. Die Gräber bzw. die Zimmer werden jedes Mal, wenn jemand Neues einzieht, über eine Steinplatte, die auf der Seite gegenüber dem Grabstein mit dem Namen und Daten liegt, geöffnet und der neue Sarg wird an seine Stelle geschoben. Zuvor kommen noch die Leute vom Bestattungsunternehmen und gravieren die entsprechenden Buchstaben und Zahlen ein. Oft werden aber schon beim Einkauf des Grabes alle bereits bekannten Informationen in den Grabstein graviert. Die Frauen, die meist später sterben als ihre Männer, haben also schon ein Bild für ihren Grabstein ausgesucht, ihr Name und ihr Geburtsdatum sind auch bereits zu lesen. Manchmal werden die ersten 2 Ziffern des Sterbejahres der künftigen Bewohnerin auch schon vorgraviert, 20. Es ist umständlich, einen Grabstein zu gravieren, wenn er schon steht. Außerdem müsste man dafür länger ein Grab, in dem schon eine oder mehrere Personen liegen, betreten. Da wollen die Bestattungsunternehmen natürlich so wenig Umstände wie möglich haben und machen. Ein Problem ist es natürlich, wenn man schon alles vorbereitet hat, aber ein Gast der Pyjama-Party im Stockbettzimmer kommt nicht. Und das passiert, ja, gar nicht so lustig, aber jetzt musste ich auch lachen. Das passiert auch. So. Nämlich, wenn Familien sich zerstreiten, Familienmitglieder weit wegziehen oder aus tragischen Gründen gar nicht erst begraben werden können. Als Gruppe Bugoyner oder Phönixgruppe sind 19 Männer, die 72 versuchten, in Zentralbosnien einen Aufstand gegen das titoistische Jugoslawien zu entfachen, bekannt. Es handelte sich bei den Terroristen größtenteils um Exilkroaten, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Australien geflohene Ustasche und ihre Söhne. Die Gruppe Bugojno war Teil der kroatischen Revolutionären Bruderschaft, einer in Sydney gegründeten und weltweit aktiven terroristischen Organisation, die für einen unabhängigen großkroatischen Staat kämpfte und die für mehrere in den 60ern und 70ern durchgeführten Anschläge und Attentate verantwortlich gemacht wird. In Deutschland mit Waffen ausgestattet und in Österreich trainiert, machte sich die Gruppe Bugojno über Lavamünd nach Jugoslawien auf und steuerte das Raduša-Gebirge zwischen Bugojno und Gornji Vakuf an. Die Männer waren davon überzeugt, dass die Bevölkerung nur einen kleinen Ruck brauchte, um gegen Titos Jugoslawien zu rebellieren. Und sie wollten dieser Stein des Anstoßes sein, die großen Befreier. Bei der vermeintlichen Misswirtschaft und Ungerechtigkeit, die im titoistischen Jugoslawien herrschte, dürfte es, so ihre logische Schlussfolgerung, keine große Schwierigkeit sein, aufzuwiegeln und schnell neue Mitstreiter zu finden. Keinem der Männer kam es auch nur im Entferntesten in den Sinn, dass man zu 19 schwer gegen eine der größten Armeen Zentraleuropas ankommen würde. Schließlich dachten sie, dass sie als aufrechte Kroaten Gott und den Volkszorn auf ihrer Seite hätten. Binnen 38 Tagen
wurden alle kroatischen Terroristen von Militär und Polizei getötet oder festgenommen. Die Bugojner Bevölkerung, die in den 70ern einen der größten Wohlstandsschübe genoss, bekam von dieser Aktion kaum etwas mit. Die Terroristen waren nicht einmal dazu gekommen, Angst zu schüren. 2014 wurde im vorwiegend kroatischen Posušje in Anwesenheit von Militär und Politik feierlich ein Denkmal für diese exilkroatischen Terroristen enthüllt. Da muss man nicht klatschen.